Am Wochenende, also von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. war der UdK-Rundgang, der jährlich stattfindet. Da werden alle Studios geöffnet und auch einige Werkstätten und alle Studierenden stellen aus. Die Leute kommen vor allem, um sich die Kunst der Studierenden anzuschauen und zu sehen, was wir so machen. Freitag sind wir dort angekommen und das Erste, was uns aufgefallen ist, ist, dass extrem viele Security-Leute da waren und eigentlich mehr Freitag auf jeden Fall mehr Security als BesucherInnen, so schien es auf jeden Fall. Und ich habe mit vielen anderen Studierenden zusammen mich darüber ausgetauscht und wir haben uns alle super unwohl gefühlt. Alle aus der Flinter-Community, Frauen, queere Menschen und BIPOCs haben sich bedroht gefühlt von den Securities und hatten ein unwohles Gefühl und Angst, dass die irgendwie Situationen eskalieren würden. Wir haben uns auf jeden Fall nicht geschützt gefühlt von denen, sondern eher policed. Und das hat sich dann am Samstag auch bestätigt. Jahrelang haben UdK-Aktivistinnen dafür gekämpft, dass die Toiletten zu All-Gender-Toiletten gemacht wurden. Das heißt, es wurde nicht mehr in Mann- und Männer- und Frauentoiletten unterschieden, sondern war für alle zugänglich. Und dann haben die als erstes wieder so Sticker auf die Toiletten gemacht, wo Männer und Frauen stand. Und dann wurde eine Freundin von mir, eine Transfrau, aus der Frauentoilette rausgeschubst, physisch rausgeschubst und angeschrien, dass sie auf die Männertoilette gehen soll, weil das die Frauentoilette ist. Es wurden Frauen sexuell belästigt, die auf die Toilette gehen wollten. Einer Freundin von mir wurde gefragt, ob er, der Security Guard, mitgehen kann auf die Toilette und ob sie Koks möchte. Wir haben eine Bar gemacht mit meiner Klasse und uns wurde gesagt, dass wir die Bar früher zumachen sollen. Eigentlich dachten wir dürfen bis 1 aufmachen und dann durften wir irgendwie nur bis 11 oder bis 11:30 oder so. Ich bin dann irgendwann rein und habe mich hingesetzt und dann habe ich gesehen, dass mein Kommilitone abgeführt wurde von drei Security-Männern. Scheinbar, weil die Bar zu spät zugemacht wurde, so schien es für mich. Die waren auf jeden Fall sehr physisch, so pushy und haben Studierende weggepusht und Polizeitaktiken angewendet der Abkapselung, also dass die dann Leute irgendwie so umzingelt haben und isoliert haben. Und naja, Malte, der da gewürgt und so verschlagen wurde von den Securities, hat sichtbare physische Verletzungen gehabt, also Würgemale, und hat am ganzen Leib gezittert, als ich ihn dann draußen gefunden habe, um zu gucken, ob er okay ist. Und ist jetzt natürlich extrem traumatisiert und hat sich psychologische Hilfe gesucht. Er ist danach ins Krankenhaus. Und wenn euch Ähnliches widerfahren ist, dann könnt ihr gerne unten in den Link schauen, den Klasse gegen Klasse verlinkt hat. Asta hat eine Google-Form aufgestellt, wo ihr eure Erfahrungen teilen könnt mit uns und wir werden uns als Studierende darum kümmern, dass ihr gehört werdet. Darüber hinaus wollen wir eine Entschädigung und eine öffentliche Entschuldigung bei den Betroffenen von der Gewalt der Security. Wir wollen, dass Studierende mehr eingebunden werden in die Planung von Rundgang und auch dafür bezahlt werden. Wir wollen ein professionelles, bezahltes Awareness-Team. Im besten Falle sind auch dort Studierende beim Briefing mit dabei und die Antidiskriminierungs-AG auf jeden Fall, damit das Awareness-Team richtig gebrieft wird, richtig vorbereitet wird. Wir wollen Einsicht in die Verträge von den zwischen der Security-Firma und der UdK, um zu sehen, ob die Security-Firma ihrer Jobbeschreibung entsprechend dem Vertrag entsprechend gehandelt hat und zu verstehen, wer zur Verantwortung gehalten werden sollte für die Vorfälle, die Security-Firma alleine oder die Hochschulleitung. Wir wollen, dass die Planung des Rundgangs und die Rundgangregeln, Öffnungszeiten und so weiter besser mit den Studierenden organisiert und kommuniziert werden, damit wir uns besser darauf vorbereiten können, was wir machen können. All diese Forderungen wurden in dem Meeting
ausgearbeitet und die werden auch noch weiter ausgearbeitet werden. Es ist nur eine Rohfassung. In dem Meeting, was wir mit Asta hatten und anderen Studenteninitiativen und Betroffenen. Uns stehen jetzt natürlich noch viele Fragen offen, unter anderem warum die UdK das Gefühl hatte, dass so viel Security angeheuert werden musste. Wem gehört die UdK? Wir sollten UdK rulen, es ist unsere Uni. Wir sollten mehr Mitbestimmungsrecht haben und wir sollten auf jeden Fall das Recht haben, uns sicher fühlen zu können an unserer eigenen Uni. An unserem Rundgang, der ohne uns überhaupt nicht stattfinden würde. Wir reißen uns den Arsch auf, um da eine fette Ausstellung zu planen und Partys zu organisieren, damit die Leute eine gute Zeit haben. Und ohne uns wäre die Uni... Was gäbe es da noch zu sehen?